Willkommen zu meinem ersten Infovideo auf dem Kanal von Ralfinger LP. Mir liegt was auf dem Herzen und zwar schon seit längerer Zeit. Es geht um das leidige Thema Werbung auf YouTube und was haben eigentlich die YouTube-Channels oder die Benutzer, die Werbung schalten, davon. Ich sage euch, als kleine Wurst wie ich auf YouTube hat man da nicht wirklich viel davon. Es gibt trotzdem viele Leute, die Google AdSense anschalten auf ihren Konten. Bringt aber nicht viel, weil eben die meisten Leute einen Blocker haben, was Werbung angeht. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, eben diese Videos zu blocken. Die gängigste Variante, die ich aber auch selber benutze, ist Adblock für Firefox. Ihr seht hier, Version 13 benutze ich von Firefox, die aktuelle Version. Und hier gibt es dazu diesen Add-on, dieses Add-on Adblock Plus. Was macht Adblock Plus? Und zwar zeige ich euch das mal kurz mit Adblock Plus auf meinem Kanal, wenn es hier angeschalten ist, sieht man hier in diesem schönen roten Button unten links. Wenn ich auf meinen Kanal gehe, da drauf drücke, neu lade und auf mein Video klicke, auf diesem Video ist Werbung geschalten, drücke einfach Play, zack, was passiert? Ich fange das Labern an. So, das heißt, die Werbung, die auf diesem Kanal geschalten wurde, in diesem Video geschalten wurde, wird nicht angezeigt, da das Ganze von Adblock hier geblockt wird. Jetzt ist natürlich so, wenn das Ganze geblockt wird, wird die Werbung nicht angezeigt. Das heißt, der YouTube-Kanal, den ihr anschaut, wird dadurch nicht supportet. Das heißt, er kriegt durch Google AdSense, durch das Anschauen des Videos oder dieser Werbung kein Geld. Wie könnt ihr das ändern? Ich zeige es euch, ganz einfach. Unten links in eurem Browser bei Firefox 13, wie ich euch gezeigt habe, habt ihr dieses Adblock-Zeichen. Da geht ihr einfach nur drüber, dann seht ihr, was da für Filter eingestellt sind. Ihr drückt mit der linken Maustaste draus und sagt, deaktivieren auf YouTube. Wenn ihr das angeklickt habt, habt ihr hier unten kein rotes Zeichen mehr, sondern ein grau hinterlegtes Zeichen. So, jetzt laden wir meinen Kanal mal neu und schauen gleich mal, was sich verändert hat. In erster Linie gar nichts. Ich glaube, ich müsste ein zweites Mal reloaden. Dann sehen wir auch hier auf der rechten Seite diese schöne Werbung. Ne, die will jetzt nicht, aber eigentlich sollte hier auch eine Werbung erscheinen. Wahrscheinlich hat sich das Akashi gemerkt, keine Ahnung. Aber das Wichtigste, ich drücke Play und was kommt? Werbung. Jetzt möchte ich euch gleich sagen, ah ja, hier ist die Werbung. Ich möchte euch gleich sagen, ich möchte euch mit dem Video nicht auffordern, auf Werbung zu klicken, ja? Mit immer mehr. Ganz und gar nicht. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber wenn ihr die Leute supporten wollt, gebt denen die Möglichkeit, diese Werbung anzuzeigen. Gebt denen die Möglichkeit, damit ein paar Cent zu verdienen. Und ich sage euch, das ist im Cent-Bereich. Wir reden hier von ein paar Gummibärchen im Monat, ja? Also zumindest bei meiner Videoaufrufzahl und bei meinen Abonnenten. Wie bin ich da drauf gekommen? Und zwar erstmal über die Seite von Yisuanji. Da war ich gerade drauf und dachte mir, Mensch, was ist das denn? Support deaktiviere den Werbeblocker, danke. Dachte ich mir, du hast ja Adblock an. Hier unten wieder rot, ihr seht's. Auf YouTube, wenn ich gehe, hinterlegt grau. Der merkt sich das ja, ist ja nicht blöd, der Junge. Dann habe ich da drauf geklickt und was liest man da? Bla bla bla, weitergeleitet, Adblock aktiviert. Richtig. Und was kommt als erster Kommentar? Wie deaktiviert man seinen Werbeblocker? Gut, meine Mission war klar, ich mache ein Infovideo. Und hier genau selbe Spiel. Ihr müsst einfach nur auf Adblock klicken, sagen deaktivieren, klickt da drauf, Enter und schon kommen lästige Werbebanner. Ich sage leider lästige Werbebanner, weil ich glaube, hier kommt gleich ein Pop-up oder nein, wir haben Glück, bei der Aufnahme kommt keins. Aber ihr seht hier Shiro, Hiro, bla bla, Werbung kommt dann auch. Das ist natürlich für den Let's Player oder seine Seite ganz wichtig, dass die Werbung angezeigt wird, weil sonst eben gibt es da nichts dafür. Ja? Das heißt, das Ganze ist umsonst. Ich kann viele Leute verstehen, die sagen, Geld geil und hier Klick geil und du willst doch nur Geld damit verdienen. Schwachsinn, Leute. Ja, jetzt übertreibt man nicht. Das Ganze ist nur ein Infovideo. Ich will es nur euch näher bringen, wie das Ganze geht. Und bitte nochmal, ich wiederhole mich nochmal, ich will euch nicht dazu auffordern, auf Werbung zu klicken, ja? Das ist auch verboten, man darf das nicht. Man darf nicht sagen, Leute, klickt auf meine Werbung. Es ist nur ein Anreiz, es ist ein Infovideo und tut mir den Gefallen. Wenn euch das Video gefällt, wenn ihr das gut findet, was ich mit diesem Video mache und auch andere YouTuber supporten wollt, verteilt das Video, zeigt es anderen Leuten, schickt es rum. Ich werde ganz explizit auf diesem Infovideo keine Werbung schalten, ja? Nicht, dass ihr denkt, ah ja, hier, jetzt macht ein Infovideo, das kommt groß raus und jeder muss auf die Werbung klicken. Nein, will ich auch nicht. Es ist einfach nur dazu da, um euch zu zeigen, wie unterstütze ich meinen YouTube-Kanal, den ich gerne sehe. Das war's von meiner Seite aus. Firmenerstes Infovideo. Ich bedanke mich fürs Reinklicken.
Würde mich freuen, wenn ihr die YouTube unterstützt und dann viel Spaß noch auf YouTube. Ciao.